Jeder Mensch trägt 1 bis 2 Kilogramm Mikroorganismen mit sich herum. Die meisten leben im Darm, aber auch sehr viel in der Mundhöhle oder auf unserer Haut. Zusammen bewirken sie, dass wir überhaupt überleben können. Also sie sind für viele essentielle Prozesse in unserem Körper verantwortlich. Die gehören ganz unterschiedlichen Reichen der Natur an, den Bakterien, den Archaeen, den Protisten, den Pilzen und zahlreiche andere kleine Lebewesen leben in diesen Mikroorganismen. Man wusste ja schon früher, dass Krankheiten mit Mikroorganismen assoziiert sind. Deshalb haben wir uns sehr lange, hunderte von Jahren, darauf fokussiert, diese Mikroorganismen zu bekämpfen. Jetzt wissen wir aber, dass unsere Gesundheit vom Funktionieren dieser Mikroorganismengemeinschaften abhängt. Und wenn wir die Mikroorganismen, insbesondere deren Vielfalt, zu stark bekämpfen, dann funktionieren diese Gemeinschaften nicht mehr und resultieren in Krankheiten. Also viele Krankheiten, die man bisher wenig heilen konnte, mentale Krankheiten, Krankheiten des Immunsystems, hängen ganz stark mit dem Mikrobiom zusammen. Wie wichtig Mikrobiome sind, sieht man auch daran, dass die Organismen eigene Mechanismen entwickelt haben, um ihren Kindern ein sogenanntes Kernmikrobiom mitzubringen. Das machen wir Menschen bei der Geburt. Die Pflanzen machen es über ihren Samen. Also jeder noch so winzige Samen beherbergt Tausende von Mikroorganismen, die auch darin schlummern. Und in dem Moment, wo die Pflanze keimen möchte, aktiv werden und die Pflanze gerade in ihrer ersten Lebensphase vor Stress und allen möglichen Pathogenen schützt. Eine sehr, in meinen Augen sehr, sehr wichtige Funktion von diesen Mikroorganismen ist, dass sie unsere Welt verbinden. Es ist nämlich so, wenn wir einen Apfel haben, dann essen wir 1 Milliarde Mikroorganismen. Die nehmen wir auf, sind in unserem Darm, wir scheiden sie wieder aus. Das geht in das Klärwerk, eventuell dann in den Fluss oder wiederum in die Erde. Also Mikroorganismen bzw. die Mikrobiome verbinden die Welt untereinander. Und insofern ist ihre Gesundheit, also die Gesundheit der Mikrobiome, ganz entscheidend für den Erhalt unseres Planeten.